Wir haben große Aufgaben, insbesondere in den Großstädten, insbesondere in den Ballungsregionen. Wir haben in der letzten Legislaturperiode, Sie haben in der letzten Legislaturperiode mit Rahmen der Politik es geschafft, rund 1 Million Wohnungen auf den Markt zu bringen. Sie sind wichtige Partner, wenn es um die Verwirklichung unserer bau- und wohnungspolitischen Ziele angeht. Sie sind für uns so etwas wie Problemlöser oder um es anders zu formulieren, ohne die Bauwirtschaft geht es in einem zentralen Politikbereich in Deutschland nicht. Sie sagen, Sie haben auch die Kapazitäten, Sie können auch diese ambitionierten Ziele erfüllen. Mir ist klar, dass gleichmäßige Kapazitätsauslastung und Kontinuität der Aufträge wichtig sind. Deswegen die hohe Investitionstätigkeit und gleichzeitig auch die im Koalitionsvertrag angelegten Entlastungen auf der Abgabenseite für Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir wollen im Herbst einen großen Wohngipfel bei der Bundeskanzlerin einladen, um dann unmittelbar auf diesem Gipfel die Eckpunkte eines größeren Maßnahmenpaketes Wohnraumoffensive vorzulegen und zu vereinbaren. Wir wollen Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer prüfen, so steht es im Koalitionsvertrag. Für den frei finanzierten Wohnungsneubau schaffen wir ebenfalls jetzt schnell schon erste steuerliche Anreize, nämlich mit der befristeten Sonderabschreibung über 4 Jahre auf 5%, die zusätzlich zur linearen Abschreibung kommt. In vielen Bereichen ist die Verfügbarkeit von Bauland ein großes und wichtiges Thema. Entschieden, anders als im Koalitionsvertrag steht, keine Enquetekommission einzurichten, sondern wir werden im BMI dazu schnell eine Regierungskommission einrichten. Steigende Kosten wirken auf die Neubautätigkeit. Deswegen gilt es, Kostensenkungspotenziale zu erschließen. Das Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen wird die Umsetzung der Wohnraumoffensive begleiten. Die Zusammenarbeit der Akteure des Bündnisses auf Ebene des Bundes, der Länder, Kommunen und Verbände ist uns sehr wichtig. Im Rahmen der Bündnisarbeit hat auch die Baukostensenkungskommission bereits umfangreiche Handlungsempfehlungen formuliert. Auch Sie als Bauindustrie haben sich eingebracht und mitgestaltet. Vor allen Dingen gilt es jetzt natürlich, die gemachten Anregungen auch umzusetzen. Erstens die Reduzierung von Normen und Standards. Wir wollen durch die Abschaffung überflüssiger Vorschriften eben Kostensenkungspotenziale erschließen. Und wir wollen, dass künftig jede neue Normung im Baubereich eine Folgekostenabschätzung vorgeschalten bekommt, als Entscheidungsgrundlage. Der zweite Schwerpunkt ist die stärkere Harmonisierung der 16 verschiedenen Landesbauordnungen. Der Bund kann hier im Grunde genommen nur, und das tun wir sehr regelmäßig und intensiv, an die Länder appellieren, sich stärker an der von Ihnen gemeinsam, von den Ländern gemeinsam beschlossenen Musterbauordnung zu orientieren. Im Mai soll es einen Rahmenvertrag serielles und modulares Bauen mit 5 bis 10 Anbietern seitens des GdW geben, der seine Mitglieder zur beschleunigten Realisierung der Wohnungsbauvorhaben in die Lage versetzt. Wir werden das intensiv beobachten, wie sich die Umsetzung dann in der Praxis gestaltet. Hier brauchen wir den weiteren Dialog aller Beteiligten, damit der Spagat zwischen kostengünstigen, aber qualitativ, baukulturell und städtebaulich hochwertigen Bauweisen gelingt. Wir wollen zügig mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Novellierung des Energieeinsparrechts angehen. Das Ordnungsrecht soll hier vereinfacht und die bestehenden Vorschriften in einem modernen Gebäudeenergiegesetz zusammengeführt werden. Wir wollen auch das Planungs- und Genehmigungsrecht umfassend auf Beschleunigungs- und Entbürokratisierungsmöglichkeiten prüfen. Die Frage, ob die Digitalisierung dazu beitragen kann, Bauprojekte schneller, sicherer, kostengünstiger zu realisieren, liegt auf der Hand. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir als Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat dort jetzt ein wenig aufs Gas steigen. Und unser Ziel ist es, den Prozess der Digitalisierung politisch zu flankieren, den Austausch zu fördern und Rahmenbedingungen, da wo sie notwendig sind, gesetzlich zu schaffen. Wir werden als Bund zunehmend digitale Methoden bei unseren Bauprojekten einfordern. Die Branche hat sich seit langem gewünscht, dass man Verkehr und Bauen wieder in einem Hause hat. Warum ist das nicht möglich gewesen? Naja, wir nehmen es vielleicht mal als Schritt auf einem Weg, der ja vielleicht noch nicht zu Ende ist. Wir sind schon erstmal sehr dankbar, dass es gelungen ist, Bau- und Raumordnung wieder unter ein Dach zu bringen. Es gibt Schnittstellen
zum Beispiel zum Verkehr, es gibt aber auch Schnittstellen beispielsweise zur Wirtschaft. Und irgendwie muss man natürlich am Ende des Tages auch sagen, müssen Häuser noch eine beherrschbare Größe haben. Unser Haus hat jetzt 14 Abteilungen. Wir sind zufrieden damit. Wir sind schon mal damit zufrieden, dass Bau nicht mehr bei der Umwelt ist. Das ist für uns ein ganz entscheidender Fortschritt. Das ist immer, das sind zwei Themen gewesen, die sich völlig konträr verhalten. Wir haben ja auch viele Forderungen in Richtung gerade auch der Einschränkungen der ganzen Umweltrichtlinien gehabt. Und das ist uns bisher, muss man ganz ehrlich auch sagen, da wenig gelungen. Die Grunderwerbsteuer absenken, zu prüfen, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es beim zu prüfen da steht, dann würde ich sagen, können wir das in der Legislaturperiode vergessen. Da nur mal einfach von mir so der Ansatz, bei allen Dingen, die Sie bisher mit den Ländern auch, die der Bund mit den Ländern hinbekommen hat, im Endeffekt hat doch immer der Bund bezahlt. Und da muss man dann auch mal fünfe gerade sein lassen und muss einfach den Ländern was zubilligen, damit sie auch bereit sind, die Grunderwerbsteuer abzusenken. Sonst kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und der im Augenblick das meiste Geld hat, das ist einfach der Bund. Das ist am Ende des Tages nur ein Puzzleteil von den vielen weiteren, die wir eben im Wohngipfel diskutieren werden. Und da glaube ich, müssen alle Beteiligten mal ein Stück weit aufeinander zugehen. Nur wenn alle gemeinsam an einem Strang ziehen, wir das mit den 1,5 Millionen Wohnungen hinbekommen. Das wird ja von der Branche auch als sehr hinderlich insgesamt wahrgenommen, dass wir mit ganz verschiedenen Bauordnungen es sozusagen in der Bundesrepublik zu tun haben. Wie wollen Sie denn da konkret vorgehen? Das haben wir mal so festgelegt in der Föderalismusreformkommission. Das ist eben Gesetzgebungskompetenz allein der Länder. Aber ich glaube in der Tat, auch zum Beispiel mit dem Bezug zu seriellem und modularem Bauen, geht es eben nicht mit diesem Flickenteppich von Regelungen. Und deswegen ist es ein wichtiger Punkt, aber eben einer, wo wir als Bund eher schwach beseitigt sind, was die Kompetenzen betrifft. Das, was Minister Dobrindt im letzten Jahr in der Legislaturperiode hingebracht hat und im Endeffekt der Bundestag hingebracht hat mit der Grundgesetzänderung, Infrastrukturgesellschaft, das war natürlich ein großer Wurf. Ein ähnlich großer ist erforderlich bei der Vereinheitlichung der Bauordnungen. Und mit 16 Bauordnungen kann man nicht leben. Gerade dann ist der Prototyp oder auch das Thema serielle Bauen schneller gestorben, als es überhaupt in die Fläche gebracht haben. Das ist für uns das große Thema. Ich meine, wir sind ja normalerweise von der Bauwirtschaft immer schnell dabei, dass wir die Politik kritisieren und nochmal weitere Forderungen stellen. Aber das, was Sie im Augenblick sich da vorgenommen haben, ist wirklich ein gutes Programm. Die Forderung auch mit den 1,5 Millionen Wohnungen in 4 Jahren, 375.000 pro Jahr, ist natürlich ein hoher Ansatz. Das ist auch eine hohe Aufgabe, eine hohe Hürde für uns. Wir haben im letzten Jahr 310.000 Wohnungen fertiggestellt. Also hier muss noch mal ganz erheblich Gas gegeben werden. Und mit den vielen Förderungen, die Sie jetzt ins Leben gerufen haben, glaube ich auch, dass die Nachfrage einfach noch mal wächst.